In der vierten Aufgabe, beziehungsweise in der vierten Variante der ersten Aufgabe, war eine recht komplizierte Schaltung gegeben, die mich jetzt schon einige Zeit und Mühe kosten wird, hier nachzuzeichnen. Aber ich mache das mal trotzdem. Also da gab es sozusagen eine Klemme, hier war noch eine Spannungsquelle angeschlossen, die zeichne ich aber später. Dann gab es erstmal eine Induktivität und dann gab es eine Kapazität. Und dann gab es hier oben zwei Widerstände, die direkt zueinander parallel waren. Und hier unten gab es zwei Widerstände, die wirklich sehr augenscheinlich direkt zueinander in Reihe waren. Dann gab es einen so einen Widerstand, der diesen oberen Zweig und diesen unteren Zweig miteinander verbunden haben. Und es gibt gerade eine Nachricht im Chat, was für Aufgaben gerechnet werden. Klausuraufgaben von der Klausur am Mittwoch. Und dann gab es hier noch einen Widerstand und nochmal einen Widerstand. Und dann war das hier hinten miteinander verbunden. Und schlussendlich war an dieser ganzen Schaltung jetzt eine Spannungsquelle angeschlossen. Und die hatte einen Wert von 8 Volt. Und es war sozusagen gefragt, was für einen Strom schickt, was für einen Gleichstrom schickt diese Quelle in diese Schaltung rein. Ja, und ich nummeriere mal jetzt hier noch irgendwie diese Widerstände ein bisschen durch und schreibe mir noch dran, das ist ein C, das ist ein L, das waren R1 und R2, das waren R3 und R4. Dieser Widerstand, der von oben nach unten ging, war R5, das hier oben ist R6 und das hier unten ist R7. Ja, und dafür war jetzt eben der Strom gesucht, den diese Quelle, den Gleichstrom, den diese Quelle in diese Schaltung hier rein schickt. So, die erste Sache, die man jetzt natürlich machen konnte, ist zu sagen, okay, wenn das ein Gleichstrom ist, dann spielt ja die Induktivität in dem Sinne keine Rolle, als dass die Induktivität für einen Gleichstrom wirkt wie ein Kurzschluss. Das heißt, wir können die Induktivität, ich nehme eine andere Farbe, einfach uns als einen Kurzschluss vorstellen. Und diese Kapazität wirkt für Gleichstrom wie ein Leerlauf. Das heißt, die können wir uns einfach wegdenken, so wie wenn die nicht da wäre. Dann ist vielleicht der nächste Schritt, hier scharf drauf zu schauen und zu sagen, okay, wie schon erkannt, sind halt der Widerstand R1 und der Widerstand R2 parallel. Die können wir zusammenfassen zu einem Widerstand R1-2. R1 war 5 Ohm groß und R2 war 10 Ohm groß und 5 Ohm parallel zu 10 Ohm. 10 mal 5 sind 50 durch 10 plus 5 sind 15, 50 durch 15 sind 3,3333 Ohm oder 10 Drittel Ohm, je nachdem, wie man das schreiben möchte. So, und dann konnte man auch hier unten diese beiden Widerstände natürlich zusammenfassen. Die sind einfach in Reihe geschaltet, R3 plus R4. Das nenne ich mal R3,4 zusammengefasst und die waren 7 Ohm und 8 Ohm groß und die beiden zusammengefasst macht natürlich 15 Ohm. So, und dann spare ich mir jetzt mal das Schaltbild hier nochmal neu hinzuzeichnen für diese Vereinfachung, aber aus diesen beiden haben wir jetzt einen Widerstand gemacht, aus diesen beiden haben wir jetzt einen Widerstand gemacht. Und jetzt wollen wir irgendwie weitermachen, den letztendlich Ersatzwiderstand dieser Schaltung auszurechnen, weil das wäre ja der Trick, um den Strom auszurechnen, wenn ich weiß, okay, I ist UQ, die 8 Volt, geteilt durch den Ersatzwiderstand oder Gesamtwiderstand dieser Schaltung aus Sicht dieser Quelle hier unten. Und was jetzt dabei so ein bisschen fies ist, ist natürlich dieser Widerstand R5 hier. Ja, weil dieser Widerstand R5 macht, dass zum Beispiel diese beiden, auch wenn das so aussieht, sind die nicht direkt parallel, weil über denen fällt ja nicht die gleiche Spannung ab, weil es noch einen Spannungsabfall über 5 geben kann. Genauso sind halt dann diese beiden Ersatzwiderstände ja auch nicht direkt parallel, weil es einen Spannungsabfall über 5 geben kann. Auch sind R3, 4 und R7 nicht direkt in Reihe geschaltet, weil durch sie ja nicht genau der gleiche Strom durchfließt, weil noch Strom durch R5 abfließen kann. Und auch die hier oben sind nicht in Reihe geschaltet. Also hier ist nichts zu irgendwem in Reihe mehr und nichts zu irgendwem parallel. Mit Reihen- und Parallelschaltung kommt man bei dieser Schaltung jetzt nicht weiter, weil das so eine Brückenschaltung ist. Und das, was man jetzt so ein bisschen erkennen muss, ist, das hier,
Das ist ja sowas wie eine Dreieckschaltung. Und diese Dreieckschaltung, die können wir umwandeln in eine Sternschaltung. Das heißt, wir machen eine Dreieck-Stern-Transformation. So, und dafür müssen wir uns jetzt mal irgendwie die Eckpunkte dieses Dreieckes festlegen. Und ich nenne den Eckpunkt mal A und den Eckpunkt mal B und den Eckpunkt mal C. Und dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich, dieses Schaltbild noch mal ein bisschen umzuzeichnen. Das versuche ich jetzt mal relativ platzsparend hier zu machen. Ich lasse mal die Quelle weg. Ich nehme mal den Rest der Schaltung. Dann haben wir ja diese beiden Widerstände R1 und R2 zusammengefasst zu R1, R2. Die Widerstände hier unten haben wir zusammengefasst zu R3, R4. Dann war hier eigentlich mal der Widerstand R5 und aus diesem Dreieck machen wir jetzt eben einen Stern. Mit einem Widerstand so und einem Widerstand so. Ich mache mal den Stern etwas länglicher. Hier ist dann so ein Sternpunkt und dann geht es halt noch mit einem weiteren Widerstand weiter. Hier ist immer noch A, hier ist immer noch B und hier ist immer noch hinten der Knoten C. Ja, und jetzt wäre angedeutet, Punkt, 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 Punkt. Hier unten wäre jetzt immer noch die Quelle angeschlossen und wir suchen immer noch diesen Strom I, der hier gesamtwiderstandstechnisch in das hier reinfließt. So, das ist R3, 4. Jetzt brauchen wir natürlich diese Ersatzwiderstände entsprechend der Stern-3-Transformation. Also müssen wir die mal ausrechnen. Und dann ist der Widerstand RA, das ist dann dieser hier, das ist RB und das ist der Widerstand RC. So, und die ergeben sich jetzt immer aus dem Merkregel, aus dem Produkt der Widerstände, die an dem Knoten angeschlossen sind. Also RA ist R5 mal R6 und dann geteilt durch die Summe aller Widerstände in diesem Dreieck. Das ist R5 plus R6 plus R7. So, und dann können wir das einsetzen. Da brauchen wir mal jetzt noch Zahlenwerte. R5, der Widerstand R5 waren 3 Ohm, der Widerstand R6 waren 6 Ohm und der hier unten, das waren 9 Ohm. Jetzt haben wir halt diese beiden, 3 mal 6 sind 18 Ohm. Eigentlich um Quadrat, schreiben wir ruhig um Quadrat hin. So, und die alle drei zusammen, 3 plus 6 sind 9 plus 9 sind auch 18. 18 Ohm, kürze ich das Quadrat weg und ein Ohm weg, 18 durch 18 sind 1 Ohm. So, und dann haben wir RB, auch wieder das Produkt der beiden Widerstände, die da angeschlossen sind, das kürze ich mal gleich jetzt ein bisschen ab. 3 mal 9 sind 27 Ohm Quadrat, geteilt durch die gleichen 18 Ohm. 27 durch 18 kann man sozusagen durch 9 kürzen, sind 3 halbe, sind 1,5 Ohm. Und dann haben wir noch genauso den Widerstand RC. Das ist jetzt der hier hinten, das Produkt aus diesen beiden da hinten. 6 mal 9 sind 53, nee, 54 Ohm, geteilt durch 18 Ohm. Und das kann man auch kürzen, hier fehlt noch das Quadrat und ausrechnen und so, das sind halt 3 Ohm, ne? Wenn man das durch 9 kürzt und dann nochmal durch 2 zum Beispiel. So, und damit haben wir jetzt diese Widerstände hier. Und jetzt können wir natürlich in der neuen Schaltung sehr schön den Gesamtwiderstand, nee, eben habe ich den noch Ersatzwiderstand genannt, ausrechnen. Das wäre dann eben R1,2, dieser hier, plus den RA. Die beiden sind in Reihe. Parallel dazu ist der Widerstand R3,4 plus der Widerstand RB, der hier unten. Und zu dieser Parallelschaltung in Reihe ist noch der Widerstand RC. Naja, und jetzt kann man das halt einfach ausrechnen. Also R1,2 hier oben, diese 3,3 plus die 1 sind 4,3 Periode 3
oben, die sind parallel zu den 15 plus 1,5 sind 16,5 Ohm. Und dazu kommen dann nochmal die 3 Ohm in Reihe. Und dann kann man diese Parallelschaltung ausrechnen, einfach mit dem Taschenrechner, und kann noch die 6 dazu addieren. Dann kommen da 6,432 Ohm raus und kann die hier oben einsetzen. 8 Volt durch diese 6,4 irgendwas Ohm ergibt halt einen Strom von 1,243 oder 8, egal wie viele Nachkommastellen, Ampere, die als Gleichstrom hier in diese Schaltung reinfließen. Das war jetzt eine Aufgabe, für die hätte und könnte man natürlich jetzt auch mal irgendwie sehr schön eine Probe in LTSpice machen. Wenn man noch Zeit dafür gehabt hätte, was jetzt hier bei der Aufgabe noch vielleicht so als typische Fehler schiefgelaufen sind. Also ich würde mal sagen, im häufigsten Fall hat das irgendwie mit dieser Dreieck-Stern-Transformation nicht geklappt, oder man hat nicht gesehen, dass man ja eigentlich eine Stern-Dreieck-Transformation machen muss. Also zum Beispiel wurden halt diese Widerstände hier in Reihe geschaltet, oder die wurden parallel geschaltet, oder irgendwas wurde mit dem R5 in Reihe oder parallel geschaltet, obwohl der R5 vielleicht augenscheinlich wirklich zu niemandem hier in Reihe und parallel ist. Dann gab es einige Leute, die versucht haben, mit den L und Cs hier auch wieder irgendwas mit komplexer Rechnung zu machen. Auch wieder zu sagen, hier gibt es komplexe Impedanzen, J, Omega, L und 1 durch J, Omega, C. Und dann ist auch wieder die Frage, wo kommt das Omega her? Und dann haben halt viele Leute den Ansatz gewählt, okay, na klar, wenn ich ein L und ein C habe, auch wenn das gar kein Resonanzkreis ist und so, egal, setze ich das da ein, da kommt ein Omega raus, dann kann ich mir irgendwelche komplexen Impedanzen ausrechnen, und dann wird es natürlich alles nochmal schön viel aufwendiger, wenn ich jetzt nochmal mit dem L und dem C und dem R3 und R4 hier unten nochmal irgendwie eine Dreieck-Stern-Transformation mache. Ja, Gleichstrom war das Zauberwort. Wenn man Gleichstrom hat, gibt es keine Frequenz. Oder die Frequenz ist halt 0. Ne? Und wenn die Frequenz hier 0 ist, dann ist halt die Impedanz 0. Dann ist das ein Kurzschluss, wenn die Frequenz hier 0 ist. 1 durch 0, 1 durch was sehr kleines wird sehr groß. Dann ist die Impedanz hier sehr groß. Dann ist das halt ein Leerlauf. Und dann gab es noch so Leute, und auch das ist so, auch damit kann man E-Technik-Dozentinnen so ein bisschen triggern, weil man damit eben auch unmissverständlich klar macht, dass man wirklich absolut leider überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was man da tut. Wenn man halt sowas rechnet wie L parallel C, also erstmal sind die ja nicht parallel geschaltet, ja, das sei halt dann gestellt, und dann halt da irgendwie einsetzt, also hier waren ja auch für L und C Zahlenwerte gegeben, ich glaube 22 Millihenry und ich glaube 78 Picofarad oder sowas. Ja, und wenn man das dann in diese Gleichung einsetzt, 22 Millihenry mal 78 Picofarad, okay, das ist alles wunderbar, das geht noch, aber da muss natürlich hier im Nenner stehen 22 Millihenry plus 78 Picofarad, und das ist wirklich absurd falsch, das ist super falsch, das ist extrem falsch, weil, warum ist das so falsch? Weil man zwei physikalische Größen mit unterschiedlichen Einheiten niemals nie addieren kann. Ja? Und dass man das halt versucht zu machen, zeigt eben leider so, dass man sich bisher irgendwie noch nicht so wahnsinnig intensiv mit der Materie leider auseinandergesetzt hat, weil einem sonst wirklich auffallen muss, dass das schreiend, deswegen ist es ja auch in Rot, schreiend falsch ist, was hier passiert. Vermutlich fällt einem das halt als Student, als Studentin nicht auf, weil man, ja, okay, Henry, das sind halt irgendwie Henry, was sind Henry, das sind Farad, was sind Farad. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich rechne 22 Meter plus 78 Kilogramm, ja, auch zwei Größen mit unterschiedlichen Einheiten, eine Länge und eine Masse, dann ist, also, sagen wir mal, selbst einem Grundschulkind wäre irgendwie klar, nee, das kann nicht funktionieren, das klingt irgendwie komisch, ich kann nicht eine Länge und eine Masse addieren. Ja? Und wenn man eben hier versucht, eine Induktivität und eine Kapazität zu addieren, das ist wirklich super, super, super falsch. Aber habe ich zum Glück auch nicht so häufig gesehen.